Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie. Und wo haben Sie denn Ersatz aufgetan, Herr Habeck? Bei amerikanischen Fracking-Gasanbietern, die aktuell 200 Millionen Euro Gewinn mit jedem einzelnen Tanker machen. Klar, so kann man die Gasspeicher auch füllen. Aber den Ruin von Familien und Mittelständlern, die diese Mondpreise am Ende bezahlen müssen, den werden Sie damit nicht aufhalten. Und es fängt doch schon an. Ich meine, dass der Gasverbrauch der Industrie um fast ein Fünftel eingebrochen ist, das liegt doch nicht an plötzlichen Effizienzgewinnen. Das liegt doch daran, dass die Produktion schon jetzt dramatisch zurückgeht. Und bevorzugtes Ziel von Produktionsverlagerungen ist übrigens neuerdings wieder die USA, weil der Gaspreis in Deutschland inzwischen 8-mal so hoch ist wie in Übersee. Make America great again. Tolle Strategie für eine deutsche Regierung.